Die meisten meiner Freunde habe ich tatsächlich in meinen Kursen gefunden. Eine meiner besten Freunde habe ich dadurch gefunden, dass sie einfach im Kurs sich zu mir hingesetzt hat. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sucht Freunde bei anderen Internationals, die nicht aus dem gleichen Land kommen. Es ist auch nicht nötig, sich Sorgen zu machen wegen der Sprache. Hallo KulturwerklerInnen und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Sam, ich bin 16 Jahre alt, seit 9 Monaten in Abbotsford, British Columbia. Und heute sprechen wir darüber, wie es denn so ist, Freunde im Ausland zu finden. Übrigens werde ich im Rest des Videos im generischen Maskulinum sprechen, nur damit ihr Bescheid wisst und nicht denkt, dass ich irgendwie nur männliche Freunde habe oder so. Also ja, first, let's sit down. Mein erster Punkt ist, ob ich schon Freunde gefunden habe. Also ja, habe ich. Ich habe hauptsächlich kanadische Freunde, aber auch ein paar Internationals, meistens aus anderen Kulturen. Ich habe nur wenige deutsche Freunde. Wo habe ich meine Freunde gefunden? Die meisten meiner Freunde habe ich tatsächlich in meinen Kursen gefunden, was meiner Ansicht nach der einfachste Weg ist, um Freunde zu finden. Und zwar ist es sehr ratsam, irgendwie einen Kurs zu nehmen, wo man dann so ein bisschen sozialer tätig sein muss, zum Beispiel viele Partnerarbeiten hat oder dann auch die ganze Zeit miteinander agiert, wie zum Beispiel in Drama, was ich genommen habe. Und meine Drama-Kids, das ist meine Familie. Wir haben jetzt gerade die zweite Performance hinter uns. Es tut mir so leid, sie zurücklassen zu müssen. Jeder einzelne von ihnen gehört zu einem meiner besten Freunde und wir sind einfach... Es ist auf jeden Fall sehr schön. Eine Sache, die ich noch dazu sagen kann, ist, dass es in Kanada einfach so viele verschiedene Jugendlichen gibt mit so vielen verschiedenen Farben, dass irgendwie jeder einzelne akzeptiert wird und dass alle super offen dir gegenüber sind. Egal, wie du aussiehst oder wie du dich verhältst. Es gibt natürlich manche Leute, die sind schon ein bisschen judgy, aber man muss sich dann halt in den richtigen Kreisen zurechtfinden. Und es ist eigentlich meistens gar nicht schwer, weil die Mehrheit der Leute hier echt nett sind und dann auch sofort auf einen zukommen in den Kursen. Eine meiner besten Freunde habe ich dadurch gefunden, dass sie einfach im Kurs sich zu mir hingesetzt hat, als wir gerade eine Pause hatten. Und dann gesagt hat so, hey, ich bin Taya, kann ich dir vielleicht mal die Stadt zeigen oder so. Die ist einfach auf mich zugekommen. Also die Leute hier sind wirklich offen und super nett. Und da braucht man sich keine Sorgen machen. Ich bin so ungefähr halbwegs sozial. Also ich bin jetzt kein super extrovertierter Mensch, aber auch nicht super introvertiert. Und deswegen habe ich mir da schon Sorgen gemacht, aber braucht man sich nicht. Auch wenn man mega introvertiert ist. Meine Gastschwester zum Beispiel ist sehr introvertiert und sie hat mehr Freunde als ich. Sie hat zwei riesige Freundschaftskreise und sie gehört auch übrigens zu meinen besten Freunden. Das ist nämlich mein nächster Punkt. Gastfamilie. Wenn ihr in irgendeiner Weise das beeinflussen könnt, versucht in eine Gastfamilie zu kommen, wo es auch einen International als Gaststudenten gibt. Also wo ihr dann noch mit jemand anderem in der Gastfamilie seid. Weil ich mir das wirklich nicht hätte besser wünschen können. Ich sage das nicht oft, aber meine Gastschwester ist eine Seelenverwandte. Wir haben so viel gemeinsam, wir verstehen uns so super. Wir gehen fast jeden Abend spazieren und unterhalten uns stundenlang nach dem Essen. Das hätte ich mir nicht besser wünschen können. Ohne sie wäre dieser Auslandsaufenthalt nur halb so gut gewesen. Die ersten Kontakte, die ich auch geknüpft habe, waren während der International Days. Also während der 3 Tage, wo wir halt so ein Seminar hatten, wo wir in die kanadische Schule herangeführt wurden als Internationals, wo wir die erste Führung hatten von unserer Schule. Da habe ich auch meine ersten Freunde kennengelernt. Mit wenigen habe ich jetzt noch engen Kontakt, eigentlich nur mit einer Person aus diesen Tagen. Aber das liegt daran, dass viele von den Leuten, die ich da kennengelernt habe, halt nur ein halbes Jahr geblieben sind und jetzt schon wieder zurück in ihrem Land sind. Tatsächlich habe ich fast nur Freunde innerhalb meiner Schule. Ich habe nur eine einzige Freundin außerhalb und die habe ich kennengelernt auf einem Trip zu den Rocky Mountains in den Frühlingsferien. Und zwar ist es auch eine super Methode, einfach auf die Field Trips zu gehen, die angeboten werden für die Internationals. Also zum Beispiel mal einen Tagestrip nach Victoria mitzumachen. Da lernt man auch super viele Leute kennen, weil man halt für eine Stunde in einem Bus fest sitzt sozusagen. Internationals sind auch wirklich gute Companions, sind auch wirklich gute Gefährten, weil sie halt meistens aus einer anderen Kultur kommen und dir dann super viel beibringen können. Es wird manchmal ein bisschen holprig, sich zu verständigen, aber das kann man dann auch mit irgendwie Lachen gut machen. Und ich fand es total interessant, weil ich konnte noch nie mit Chopsticks, mit Stäbchen essen.
Und meine vietnamesische Freundin Lynn und meine chinesische Freundin Lee haben mir das dann weiter beigebracht. Auf unserem Fieldtrip nach Victoria. Im Oktober war der. Und dieser Fieldtrip war einer der besten Erfahrungen meines Lebens, weil wir einfach super miteinander ausgekommen sind. Wir hatten echt viel Spaß. Und das Essen war so gut. Seit ich hier angekommen bin, wurde ich ausgeführt in authentische vietnamesische Küche, chinesische, thailändische, indische, kanadische natürlich und noch ein paar andere Essensrichtungen, was ich echt super finde. Und ich habe mehr über Kulturen gelernt, als ich mir je hätte vorstellen können. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sucht Freunde bei anderen Internationals, die nicht aus dem gleichen Land kommen. Da macht ihr Erfahrungen, die lassen euch wirklich wachsen. Also ich denke, das ist soweit alles. Ich wollte euch nur sagen, dass ihr euch wirklich keine Sorgen machen sollt beim Freunde suchen. Es ist auch nicht nötig, sich Sorgen zu machen wegen der Sprache, weil selbst Kanadier, hier hat mehr oder weniger jeder einen Akzent. Also sind alle Leute das gewohnt und sind super geduldig, wenn man mal das Wort nicht findet oder was nicht richtig ausspricht. Da kann man einfach einen Witz drüber machen und dann weiterreden. Ich hoffe, mein Video hat euch weitergeholfen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, findet ihr hoffentlich die Antwort auf dem YouTube-Kanal von Kulturwerke Deutschland oder auf der Website mit den ganzen Blogartikeln, die es da gibt, oder auf Instagram. Vielleicht macht ihr ja auch ein Auslandsjahr. Mich würde das sehr freuen. Es ist eine super Erfahrung. Bis dann!